Und damit darf ich euch bei herrlichem Gedudel wieder begrüßen hier zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir stehen in Taranto in... Wo war das? An der Ostküste Italiens, so. Und wir haben uns einen Auftrag gesucht, also besser gesagt ich. Und den würde ich jetzt mal gerne abholen. Der führt uns lustigerweise nach Innsbruck. Und zwar ist das ja genau da, wo wir immer hin wollten. Damit uns endlich mal Österreich komplett ist. Und wir haben den Auftrag angenommen bei der Raffineriefirma. Ich glaube irgendwie DCP oder so hieß das. Und da fahren wir jetzt hin. Es wird ein Zweiteiler auf jeden Fall. Also das heißt, die Folgen werden nicht ganz so lang. So 20, 25 Minuten. Zwei Stück. Und ich fahre da rein und da raus, da vorne raus. Ah, jetzt habe ich das Prinzip verstanden. Hey, cool. Gefällt mir. Wow. Und zwar die Zahlen CNP, so hieß das. Die zahlen hier aber echt ganz schön Kohle. Leckfett. Hier, für den Auftrag hier nach Innsbruck. Ein Container, ein schöner. Machen Sie mal die Handbremse raus, bitte. So, wie komme ich da jetzt hin? Darum. Durchfahrbare Ladegestelle. Innovativ. Sogar doppelt. Ich muss die Tour ja teilen, weil es mir von der Fahrzeit her nicht reicht. Aufgesattelt ist. Wunderbar. Ich muss mich kurz um mein Handy kümmern, das möchte ich nicht aufladen. So. Sind die Dachscheinwerfer an? Ja, die Dachscheinwerfer sind an. Sehr geil. Ja. Muss kurz mein Handy hinten ans Ladegerät anschließen. Jetzt können wir losfahren. Ja, die US-Armee ist wieder aktiv. Und fliegt wieder durch die Gegend. Fahren da raus.
Da hoch. Ist eigentlich alles neue Strecke, größtenteils. Und dann hier. Sehe ich nicht ein. So. Finde ich besser so. Gut. Dann fahren wir mal. Ah, stopp. Wo ist die Mitte? Ancona, hm? Würde ich so. Ne, dann fahre ich mir hier das Ding kaputt. Hier auch. Heute Morgen sind es wieder viele, ja, ich weiß. Also, es gibt die Tage, da geht es mir selbst auf die Nerven. Wobei wir ja auch weiterkommen, ne? Also da, da. Könnten ja auch da anhalten, Kappa. Ich will halt hier die Autobahn durchfahren. Wenn ich hier lang fahre, ist da. Was ist das denn? Da bin ich gespannt drauf, was das darstellen soll. Holy crap. Welche Stadt ist das? Bologna. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal und dann schauen wir spontan, was uns das bringt. So, dieses Ding wiegt 12 Tonnen, das heißt, die Achse bleibt unten. Ausfahrt, Ausfahrt, da hinten. Ist frei. Optimal. Und los. Bringen wir den Sprit ans Ziel. Zum nächsten Zwischenhändler. Rechts, das ist wirklich ein riesiges Stahlwerk. Sehr immersiv tatsächlich. Wie man das so sieht. Die ist sehr eng gebaut, die Mautstation hier.
exponentiell. Naja. Es ist schön dunkel hier. Ja, ich habe 30 Stunden dafür Zeit. Also. Massig, massig, massig. Hui. Eine schöne kühle Brise weht in mein Zimmer. Die Hitze hat nachgelassen. Jedenfalls heute Morgen. Ich habe von einigen Menschen gehört, es soll heute nochmal die 30 Grad erreichen, aber momentan sind es nicht ganz 18 Grad wie hier im LKW, sondern eher so, ja, 20, 22 Grad. Aber die Luft ist vom Regen gereinigt. Es gab heute Nacht ein Gewitter, von dem ich nichts mitbekommen habe übrigens. Also, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Ich habe das nur gehört. Ich kann es nicht beweisen. Mein Handy wollte mir das heute Morgen auch erzählen. Beziehungsweise meine Wetter-App wollte mir erzählen, dass es gewittert, aber, Fakt ist, es gewittert nicht. Es hat kurz geregnet, ja. Habe ich mitbekommen, so 45 Sekunden. Und ja, jetzt ist die Luft dementsprechend kühler, gereinigt, also sehr frisch und angenehm zum Atmen. Und wir haben jetzt halt die Winde immer noch, die nun eben ab und zu mal eine kühle Brise in mein Zimmer hineinblasen. Was fährt denn da vor uns? Wie wär's mal mit Bremsen? Es ist ein 80er-Anhänger, der darf nicht schneller als 80 fahren. Das ist ein Mitarbeiter der Straßenwacht, beziehungsweise einer Schwertransportfirma.
Da, die, da, da. Wie dicht fährst du bitte auf? Geht ja wohl mal gar nicht, ey. Also wenn die Lichter hinter deinem Auflieger komplett verschwinden und du nicht mal mehr den Lichtkegel siehst, dann weißt du... ...dass dir der Typ von hinten zu dicht auffährt. Ich meine, lass den Scheiß. Da muss nur vor mir irgendwas sein, ein Unfall oder so. Ich latsch auf die Bremse, schon hängst du mir hinten auf dem Auflieger drauf. Ist doch scheiße. Wenn sie da mit 2 Metern Abstand hinter dir herfahren. Das ist Blödsinn. Das ist einfach nur Blödsinn. Mein Vorhang möchte, glaube ich, was sagen. Aber er hat hier keine Sendezeit gebucht, also darf er nichts sagen. Ein Rindertransport. Ich wusste gar nicht, dass Italien so viele Provinzen hat. Moglia, da sind wir jetzt. Wie die andere hieß, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Rechts neben der Autobahn eine Eisenbahnstrecke. Hier führt die Eisenbahnlinie entlang. Und da hinten ist das der. Das müsste der Ozean sein, oder? Ja! Guck mal. Wir sind am Ozean. Ist das nicht toll? Das ist doch toll. Finde ich klasse. Wir haben das Meer gesehen. Juhu. Jetzt können wir uns freuen. Aber es mir heute ehrlich gesagt zu kalt wäre, um in irgendein Wasser reinzugehen. Abruzzo, nächste Provinz. Ist da echt mal so eine Liste bereithalten, wo alle Provinzen aufgelistet sind. Haha.
Wieso fahren die alle so langsam? Ich habe so die Impression, die Musik könnte etwas leise sein. Keine Ahnung. Das Problem ist aber, die Musikstücke haben alle eine unterschiedliche Lautstärke. Da kann man es pauschal nicht sagen. Ah. Ja, wir fahren noch. Ich habe 6 Minuten geschwafelt am Anfang. Deswegen müsst ihr auf diese 21 Minuten 6 Minuten draufrechnen. Du kannst ganze 50 km/h schneller fahren. Hier ist nämlich 130 und nicht 80. It's hot, damn hot. Oh. Los, fetzt euch.
So, jetzt sind wir bei Ancona. Und wieder vorsichtshalber nach links fahren. Sonst fahren wir den wieder auf. Dann müssen wir nur darauf warten, dass die Gas geben, um sich selber zu, damit man sich selber ärgern kann. Vielleicht 9 Uhr. Ja, sag ich doch. Endlich mal eine stimmige Farbkombi. Caterpillar Auflieger und eine gelbe Zugmaschine. Geil. Richtig geil. Aber leider ohne Kabel. Okay, jetzt hätte ich können Pause machen. Ja. Jetzt bräuchte ich irgendwo einen Parkplatz. So langsam. Also die nächste Raststätte ist unsere. Das steht schon mal fest. So, nochmal besser hinsetzen. Emilia Romana. Was ist jetzt hier der Grund für erhöhtes Verkehrsaufkommen?
Halt, stopp. Kommt ein Rastplatz. Oder zumindest sowas wie eine Tankstelle. Ne, ein Parkplatz. Also eine Raststätte. Da fahren wir raus. Haben wir 10 Minuten überzogen? Ja, mein Gott. Wenn es dann, falls die nächste Folge zu kurz werden sollte, können wir da ja einfach noch eine Tour anhängen oder so. Santi Mezzi. So. Hilfe, das war laut. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen, wie zum Beispiel den zweiten Teil von dieser Tour. Schaut in die Playlisten rein, dort findet ihr auch meine anderen Touren, die ich so bis jetzt gefahren bin. Es sind einige. Und ja, durchsucht mal die Videobeschreibung nach interessanten Links, die euch gefallen. Und ja. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Woche. Ne, einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Ich glaube, ich habe es gerade vertauscht. Naja, egal. Wie auch immer, in diesem Sinne, macht's gut und tschüss.